Wir haben es mal wieder ans Wasser geschafft. Und wir haben es jetzt mitten im Dezember. Es geht zur Weihnachtszeit drauf zu. Und was passt da besser, als ein vernünftiger Glühwein am Wasser zu trinken? Und den machen wir natürlich heute selber. Und das wollen wir euch natürlich zeigen, was wir da alles reinmachen und was wir dafür nehmen. Man kann sich natürlich auch selbstverständlich einen Tetrapack holen, aber mein Gott, ein bisschen Stil muss man auch am Wasser bewahren, denke ich nochmal. Ja. Ich fange einfach mal an, ein bisschen was darüber zu erzählen. Wir nehmen ganz normal Mittelklassewein hierfür heute für das Rezept. Das verlinkt man natürlich auch nochmal in die Videobeschreibung unten. Einfach runterscrollen, nachschauen und dort könnt ihr nochmal genau nachsehen, was alles drin ist in dem ganzen Gebräu. Die Zutaten seht ihr ja schon alles. Wir haben uns hier einen kleinen Table aufgebaut, eine kleine Arbeitsfläche. Reinkommt tut Orange, Rohrzucker, Sternanis, Nelke ganz, Zimtstangen und Honig. Ich greife mal auf einen guten Honig vom Imker zurück. Das ist auf jeden Fall was Vernünftiges. So. So, wir geben erstmal den Glühwein rein. Oder erstmal, das soll ja Glühwein werden, also den Rotwein. Wir nehmen hier einen halbtrockenen. Das ist halt Geschmackssache, so wie es jeder mag. Kann er entweder auf lieblich oder auch auf trocken zurückgreifen, ja, ist gar kein Problem. Machen weiter. Rohrzucker. Hier sind 4 Esslöffel drin. Sternanis. Nehmen wir 4 Stück. Das sieht so aus, das Ganze. Zack. 2. 3 und der 4. Zimtstangen, 4 Stück. Man kann genauso auch gemahlene nehmen, aber dann hat man halt diesen ollen Zimtstaub drin und sowas. Muss nicht sein. Ordentliche, vernünftige Zimtstange, die ordentlich durchziehen lassen. Viel, viel besser. Nelke, Gans. Auch ganz wichtig, dass die Gans ist. Dann nehmen wir 8 Stück. Gut. Aber 9 ist auch okay. Dann haben wir hier noch guten Imkerhonig aus der Region. Lindenhonig ist das. Das sind 4 Esslöffel insgesamt, was hier jetzt reinkommt. Ja, da bin ich. So, dazu 2 Bio-Orangen. Bio-Orangen deshalb aus dem Grunde, die sind halt nicht gespritzt und man kann sie wirklich beruhigt nehmen, ohne Probleme. Müsst ihr einfach mal im ausgewählten Supermarkt nachschauen, findet man fast überall. Die schneiden wir wirklich einfach nur grob in Scheiben. So, dann wird er schön fruchtig, der Kollege. Das geben wir auch noch mit zu. So. Das nehmen wir einmal runter, rühren wir einmal ein bisschen grob durch. Viel echter wäre das Ganze natürlich auf dem Feuer zu machen. Aber heute greifen wir auf den Kocher zurück. Feuer ist aufgetaucht, Kocher ist an. Da könnt ihr ganz normal einen handelsüblichen Kocher nehmen. Ich nehme mir das Modell von Coleman. Ein super Gerät. Ich nehme den jetzt schon mittlerweile. Über 10 Jahre habe ich das Teil schon. Wirklich ein sehr schöner Kocher. Sehr solide, bin ich sehr zufrieden mit. Der läuft mit Benzin. Man kann ganz normalen Sprit nehmen aus der Tanke, was er auch fürs Auto nimmt. Ich nehme aber gereinigten. Richtig, gibt es von Coleman direkt so eine Flasche. Ist kocherschonender, die Düsen verrußen nicht und alles ist schon besser, glaubt mir. So, Deckel ist drauf. Und jetzt das ganz Wichtigste daran ist, dass der Glühwein nicht kocht. Aus dem Grund, wir wollen ja auch den guten Papa Alkohol nicht verfliegen lassen, das ist ja auch ganz wichtig. Und wir warten den jetzt, lassen ihn ungefähr heiß ziehen bis 85 Grad. Und stellen den dann aus, lassen den noch mal eine halbe Stunde ziehen, den Glühwein. Dann kühlt er natürlich auch runter. Danach schnicken wir erstmal die Ruten schnell raus. Ja, die müssen ja auch noch ins Wasser. Und eine halbe Stunde später machen wir das Ganze nochmal an. Wir heizen das nochmal auf ca. 80, 85 Grad und dann ist er trinkfertig. Also wir sehen es gleich wieder.
Er war jetzt ungefähr 10 Minuten drauf. Er ist jetzt kurz vorm Kochen. Mal vorsichtig. So. Ja, herrlich. Lüften wir mal die Büchse der Pandora. Es kommt schon ein wohliger Geruch entgegen. Jetzt rühren wir einmal durch. Das ist alles ein bisschen vermischt. Auch der Honig ordentlich, der Zucker, den wir zugegeben haben. Ihr seht da selber schon, die Orangen, die saugen sich richtig voll, geben jetzt ihre ätherischen Säfte frei, den Geschmack richtig frei, die Zitronensäure. Herrlich. Halbe Stunde muss man jetzt nochmal Zeit geben. Dann erwärmen wir nochmal und dann ist er trinkfertig. Also bis gleich, würde ich sagen, oder? So, jetzt haben wir nochmal erwärmt. Schön heiß ist er. Wunderbar, wunderbar. Rühren wir nochmal durch. Jetzt sehen wir auch schon schön, die Zimtstangen haben sich gut aufgerollt. Haben jetzt schön Geschmack freigegeben. Herrlich. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Wunderbar. Machen wir mal ganz klassisch. So. So, bitteschön. Würde ich sagen, probiert es ruhig mal aus am Wasser. Schön frisch gemachten Glühwein, selbst gemacht. Und gönnt euch einfach mal. Ja. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.